Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schokibaroki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis des Angeberwissen. Er hier ist der Daniel. Und ich bin der Sashi. Das kannst du ja, das ist super. Sehr wie schön, das rauslutscht. Ja, und heute haben wir den? Heute haben wir den 6. Oktober. Ja, da kamst du kurz ins Rudern, ne? Ja, ich musste nochmal kurz, weil. Ja. Ja, man weiß ja nie so genau. Genau. Ja. Am 6. Oktober haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das wollen wir euch präsentieren. Das ist Bobby Farrell. Bobby Farrell ist wer? Roberto Alfonso Farrell. Ja, das sagt mir jetzt noch weniger. Geboren in Aruba, den kennt jeder. Aruba? Mhm. Das ist holländischen Antillen oder sowas. Ja, genau. Niederländische. Sagt dir Bonnie M. etwas? Ach, das ist der Tänzer von Bonnie M.? Ja. Ah, genau. Mama. Und hat immer so diese Schrittfolgen da gemacht. Der Typ war sogar Nachbar bei mir, als ich in Amsterdam studiert habe. Ach was? Ich habe in Amsterdam studiert, ein halbes Jahr, habe ich ein Auslandssemester gemacht, so ein Käse, eigentlich nichts gemacht, aber da auf jeden Fall gewesen, ja. Mhm. Und da hieß es immer, der Sänger von Bonnie M. ist irgendwo hier Nachbar. Ich habe ihn nie gesehen. Aber es hieß hier Nachbar, der wohnt hier drei Straßen weiter, das ist der Sänger von Bonnie also M. Also hat nichts bei dem machen lassen. Wie? Hat nichts bei dir machen lassen, so irgendwie. Bei mir machen lassen? Ja, das sagt man so. Wenn man in der Nachbarschaft kommen ja Leute, die sagen, hier kannst du mir nicht mal oder. Ach so, ein Kilo Zucker. Ein Kilo Zucker mal irgendwie eingetauscht, ein paar Eier und sowas. Hab keine Eier mehr, kannst du mir nicht leiden. Stell dir mal vor, Bobby Farrell kommt zu mir, klingelt bei mir und sagt so: Hast du mal ein bisschen Zucker? Ja, meine Riesenklöten sind weg, ich brauche ein paar Eier. Ja, Entschuldigung. Der war ja flach. Ja, na ja. Aber gefällt mir. Okay. Ja. Am 6. Oktober 1908 hat Greta beschlossen, sich von der Türkei zu lösen und sich Griechenland anzuschließen. Wow. Das ist am 6. Oktober 1908 gewesen. Aber der Beschluss wurde erst vollzogen am 30. Mai 1913. Oh, wow. Das heißt also, 5 Jahre hat es gedauert, bis die da wirklich sich gelöst haben und sich Griechenland angeschlossen haben. Die Mühlen haben. Des Gesetzes malen langsam. Das war eine längere Prozedur, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Da waren einige Legislaturperioden dazwischen. Ich habe auch schon ganz trockenen Mund. Ja, wir müssen gleich mal was trinken. Ja, ja, aber am 6. Oktober haben wir noch was? 1683 wurde Germantown errichtet. Die erste deutsche Siedlung in Nordamerika. In, ach so. Philadelphia war das. Die hieß dann wirklich Germantown? Die hieß Germantown. Ja, da haben sie aber was ausgedacht, ne? Mhm. Da waren sie richtig kreativ, also, die Deutschen. Da haben sie sicher lange drüber nachgedacht. Ja, die Deutschen, die sind ja grundsätzlich total kreativ. Ja, wenn ich irgendwo hingehe und eine neue Siedlung, dann nenne ich die Germantown. Kannst ja froh sein. Wann war das, 1900? Das war 1683. Achso, 1600, okay, ich wollte schon sagen, also dass die nicht irgendwie, naja, okay. Naja, ja. Gut. Germantown. Sie hätten es ja auch New Germany nennen können. Jetzt guck doch mal die von York, die haben ihr neues Domizil New York genannt. Das ist New Germany, nee. Da sind wir schon mal davon weg. Germantown ist Germantown, schon mal. Germantown, ja. Die wollten ja klein bleiben wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, die haben gesagt, nee, wir haben nicht so Ambitionen. Ja. New German City oder so hätten sie auch machen können. Wir wollen ganz froh sein, dass sie nicht German Village das genannt haben, das Ding. Ja. Ja gut, wir sind ja immer so ein bisschen Tiefstapler. Ja, okay. Meinst du, die Deutschen sind Tiefstapler grundsätzlich? Nee, grundsätzlich nicht. Also ich kenne ganz viele, die hauen aber ganz schön auf die Kacke. Ja. Und das sind alles Deutsche. Möchte gern. Ja, das war der 6. Oktober und wir sehen uns morgen wieder am 7. Oktober. Schaltet wieder rein. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.